So, servus Leute, was geht? Ich bin es wieder, euer Leon Elektronik Original in Fleisch und Blut. Und ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, die Videos, wo ich mich beschwert habe, wieder habe ich wieder rausgetan, aber komplett raus. Die sind auch nicht auf privat, die habe ich gelöscht. Aus folgendem Grund, weil ich mir überlegt habe, nee, ich gehe auf die ganzen Spiele hier nicht mehr ein. Ich gehe auf die Spielchen nicht mehr ein, denn das schaukelt sich dann bloß wieder hoch. Und momentan bin ich ja relativ gut gefahren und hatte meine Ruhe. Und deswegen, damit ich weiter meine Ruhe habe, ich gehe auf einzelne Dinger nicht mehr ein. Und Kommentare, die nicht passen, werden von mir einfach gelöscht, zerlegt und fertig. Und dann sehen wir weiter. Genau. So, anderes Thema, ihr wisst ja noch. Ich habe hier zwei Eintrittskarten. Diese zwei Eintrittskarten, die ich hier in der Hand halte. Morgen ist es soweit, um 14 Uhr. Der Olli weiß noch nichts davon. Also bin gespannt, ob die Überraschung ankommt. Morgen 14 Uhr geht's los und um kurz bevor es losgeht, und zwar werde ich mit dem Olli ein Video machen, wo dann der Olli und zwar dann gesagt bekommt, was es ist, und dann geht's los. Genau. So, und jetzt wünsche ich euch jetzt mal euch allen noch einen richtig schönen Abend. Das sind die Karten. Ich freue mich schon drauf. Ich kann es echt kaum erwarten. Und Grüße gehen raus an den Olli. Macht immer Spaß mit dir und es macht immer riesen Spaß mit dir. Ich freue mich schon, wenn wir da hingehen und das machen. Und uns steht noch, mir und dem Olli steht echt noch einiges bevor. Wir haben richtig tolle Pläne, was wir euch für positive Eindrücke zeigen wollen. Und ja, viele und zwar sagen sich jetzt, schau her, der Leon hat wieder sein schönes Hemd an. Ja, ich habe mich heute wieder rausgeputzt für euch. Gehört ja auch dazu, ne? Und ich bin stolz auf diese Marke hier, Adidas, ne? Ich bin stolz auf diese Marke und da... Deswegen habe ich mir überlegt, ich ziehe mich halt um für euch. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist jedes Mal ein anderer Leon. Nein, völliger Quatsch. Hier, wenn ich jetzt das hier so hochhalte, jetzt so hochhalte hier, da ist mein anderes Hemd. Ist aber jetzt ausgezogen und kann das jetzt so auf Seite legen. Genau. Also mein Muskelshirt, was ihr kennt, ist auch noch da. Also ich habe mir jetzt mal bloß ein anderes Hemd angezogen, weil ich einfach denke, das kommt, wirkt irgendwie auch freundlicher, wenn man zwar mal was anderes anhat. Genau. Gut. Was es noch so für Hemden gibt in meinen Videos, ihr dürft gespannt sein. So, ich freue mich jetzt, wie gesagt, auf dieses Teil mit den Karten. Und kann es kaum erwarten. Ich bin schon total aufgeregt. Und ist echt toll. Auf diesen Eintrittskarten ist auch eine sogenannte Fahrkarte mit drauf. Das heißt, man kann mit diesen Tickets auch und zwar mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Im Gesamtverbundgebiet VGN. Und ich freue mich da schon drauf. Wird richtig cool. Und Olli, ich freue mich. Wird richtig geil. Ich freue mich schon richtig und ich bin gespannt, was der Olli dazu sagt. So, das ist eine riesen Überraschung und ich hoffe, die Überraschung ist mir auch gelungen. Weil Leute, der Olli hat wirklich viel für mich gemacht und wirklich und zwar mir da ausgeholfen. Er war freundschaftlich einfach da und jetzt bin ich einmal auch in der Lage, um ihm was zurückzugeben. Und da habe ich mir und zwar eine richtig tolle Sache überlegt. Das hat er schon öfters einmal schon erwähnt, dass er hat mir schon öfter Sachen erwähnt, die er unbedingt machen möchte mit mir. Und ich habe mir dann überlegt, genau. Mit diesen Eintrittskarten hier, ne, dann wisst ihr zwar ganz genau, also wo es hingeht, und der Olli hat noch keine Ahnung. Und ja, deswegen, ich bin gespannt, was er drauf sagt, und ich hoffe, dass das eine Riesenfreude für ihn ist. Und genau. So viel dazu, deswegen auch nochmal liebe Grüße an den Olli. So, ja. Gut, so Leute, und zwar, das wollte ich euch sagen, diese Zeit läuft und
Von jetzt an sind es noch ungefähr. Von jetzt an sind es noch 16 Stunden, bis es soweit ist. Und dann geht's los. Und ich freue mich schon richtig darauf. Das wird richtig cool. Und bin gespannt, was man da alles zu sehen bekommt. Na? Genau. Und bin gespannt auch, und zwar, was wir da bekommen und für das, was ich da gezahlt, was da gezahlt worden ist. Mal gucken, was wir dafür bekommen, was wir zu sehen bekommen, vielleicht was wir zum Essen kriegen oder je nachdem. Und zwar, ich will ja nichts verraten, das soll ja eine Überraschung bleiben. Und an alle da draußen, ihr seid jetzt auf die Folter gespannt und was wird euch erwarten? Und ich freue mich schon richtig. Und ich weiß, ihr könnt es nicht mehr aushalten, aber es sind nur noch 16 Stunden, Leute. Und dann geht die Tür zum Erfolg. Wie bei Star Trek. Geht die Tür auf. Genau. Also in diesem Sinne, passt auf euch auf. Und dran denken, Leute. Immer schön anziehen, so wie jetzt das hier. Mir gefällt es doch relativ ganz gut. Ich habe übrigens das Hemd, was der Olli mir gekauft hat, habe ich auch noch hier. Na, das ist auch noch da, das hat der Olli mir gekauft. Das Video gibt es beim Olli auf seinem Kanal zu sehen. Da hat er zwar, da ist der Olli wirklich mit mir, Leute, ohne Schmarrn. Der Olli ist mit mir damals, ach, wisst ihr was? Ich könnte eigentlich könnte ich das Ding anziehen, oder? Wisst ihr was? Ich ziehe das jetzt mal schnell an. So, da ist es nun. Das Hemd. Jetzt habe ich es angezogen für euch. Das hier, das ist das Hemd, das hat der Olli mir gekauft. Ist eine schöne Farbe, gell? Bin auch sehr zufrieden damit. Das ist echt schön weich auch. Echt toll. Danke, Olli, für das. Echt ein tolles Geschenk. Freue mich immer noch darüber. Ich kann es bis jetzt noch nicht glauben, dass du mir so was Schönes geschenkt hast. Danke. Und Leute, ihr könnt euch das Video dazu anschauen. Ich war mit dem Olli in den Klamottengeschäften unterwegs. Das war eine Lachnummer. Ihr werdet es sehen. Es war eine Lachnummer. Echt, es war sowas von toll. Sowas müsste ich mit dem Olli mal wieder machen. Dass wir mal zum Klamottengeschäft gehen. Und der Leon probiert Sachen an. Und hinterher wird dann doch was gekauft. Also das machen wir mal. Auf jeden Fall. Fand ich cool. Also das Video gibt es noch. Das könnt ihr auf dem Kanal vom Olli sehen und zusammen. Das ist ein richtig tolles Video geworden. Ich feiere dieses Video. Ne? Er hat es momentan auf privat gestellt, aber er macht es wieder rein. Das ist kein Problem, weil das müsst ihr euch echt anschauen. Das ist einfach sowas von herzlich. Da kann man auch drüber lachen. Und dann das Beste ist, von dem Ding hier, da kommt dann auch noch so eine Spannung auf. Ja, was hat der Olli mir gekauft? Und hier ist es, das gute Stück. Ich bin auch stolz drauf. Und ja, danke, lieber Olli, für dieses schöne Hemd. Vielen, vielen Dank. Bin auch sehr, sehr zufrieden. Das ist wirklich toll und das war echt günstig. Und ja, mir gefällt die Farbe. Also ich finde die Farbe richtig, 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 richtig cool. Und wisst ihr was, das lasse ich jetzt an, während ich mit euch spreche. Das ist vom Olli. So, ich ziehe das jetzt auch nicht mehr aus. Und zwar, ich lasse das jetzt an. Genau. Natürlich, wenn ich nachher ins Bett gehe, dann ziehe ich natürlich was anderes an, aber das lasse ich jetzt an. Ich lasse das jetzt an. Genau. So. Könnt ihr auch mein Adidas wieder anziehen, aber mache ich jetzt nicht. Ich lasse jetzt das hier an. Das ist vom Olli und das lasse ich jetzt an, weil nur sowas hat Herz. Genau. So. Leute, schreibt mal auch in die Kommentare, wenn ich jetzt zwar nicht nur jetzt mit diesen Eintrittskarten hier den Olli eine Freude mache, sondern soll ich den Oliver auch einmal was aus dem Klamottengeschäft kaufen? Lasst mich das mal wissen, dann machen wir das, und dann kaufe ich dem Olli auch was. Als Dankeschön kriegt er dann auch ein schönes Hemd. Genau. Und ich habe auch noch ein kleines Geschenk für den Olli. Das darf ich ja nicht verraten, weil er zwar... Es ist von mir auch einfach auch ein, im Prinzip, er hat ja schon so viel gegeben und jetzt bin ich an der Reihe, auch einmal die guten Sachen, die er mir getan hat, ihm auch zurückzugeben. Und deswegen sage ich jetzt zwar, der Olli und zwar kriegt jetzt von mir also noch ein Geschenk. Also
Also eine Überraschung, also das ist jetzt kein Geschenk, das ist jetzt mehr so eine Überraschung. Was ich für ihn habe, ist, ich sag mal, diese kleine Überraschung, also auch ein kleines Geschenk. Und das nächste Geschenk, das ist sozusagen etwas größer, das sozusagen muss ich den Olli dann mitbringen, das ist verdammt schwer. Also ich habe da wirklich, und zwar mir da echt die Mühe gemacht, und zwar den Olli sowas zu besorgen, und bin gespannt, und zwar, was er dazu sagt und ob er das Geschenk annimmt. Ihr werdet es demnächst hier auf meinem Kanal sehen und auch auf dem Olli sein Kanal werdet ihr sehen, wie der Olli von mir überrascht wird. Und ich glaube, so Überraschungseffekte sind doch ganz nett. Man sollte sich bei Menschen, die so herzlich zu dir sind und die dir was geben, und wo man auch weiß, das kommt aus tiefstem Herzen, dann zwar sollte man das auch schätzen, wertschätzen und diesen Menschen auch was wiedergeben. Und zu dem Entschluss bin ich gekommen. Ich habe da einiges in Planung und ihr dürft gespannt sein. Und lieber Olli, du darfst richtig gespannt sein. Ich verrate es nicht, was es ist. Ich bin auf seinen Ausdruck gespannt, wenn er das Geschenk aufmacht. So. Okay. Also in diesem Sinne, Leute, passt auf euch auf. Und ich verbleibe euer Leon Elektronik. Das Original. Und lasst euch nicht Kürre machen. Hier sitzt der Leon Elektronik Original und es gibt keinen anderen. So. Also. Und jetzt noch eine kurze Ansage, bevor ich mich verabschiede. Jeder, der von mir ein Autogramm möchte, der kann sich gerne über diese E-Mail-Adresse, wo man sich fürs Fanfest anmelden konnte, kann man sich da gerne melden. Ich schicke jedem ein Autogramm zu. Ich habe die Liste verschmissen, als jeder, der noch ein Autogramm von mir wollte und ein Poster, der bitte alle die da wollten, einfach mich nochmal anschreiben mit eurer Anschrift, damit ich euch das zusenden kann. Das wäre echt lieb, weil ich habe die Liste echt verschmissen. Und zwar, das tut mir leid, entschuldige ich mich dafür. Ich habe die Liste leider verschmissen. Ich brauche eure Adresse nochmal und dann bekommt ihr das von mir. Ganz klar. Und ich werde es diesmal nicht vergessen. Ich mache mir dann gleich sofort auf Achse, dass ihr dann ein Autogramm von mir und natürlich ein Poster von mir bekommt. Ganz klar. So. Genau. So, dann würde ich sagen, das war es dann eigentlich schon. Und Leute, wegen der E-Mail möchte ich auch noch sagen, an einige, und zwar nur Autogrammwünsche, also nur Autogrammwünsche, Posterwünsche oder Videoideen. Bitte nur diese Sachen bitte mir per E-Mail schreiben. Bitte keine Bedrohungen oder Beleidigungen, weil ich muss dann leider Gottes, und zwar, so leid es mir tut, diese Menschen auf der E-Mail blockieren. So. Lasst in den Kommentaren nette Zeilen da, wenn was Beschissenes dabei ist. Diese Personen werden von mir blockiert und gelöscht. Also, wenn ihr was reinschreibt, bitte vorher nachdenken, was ihr reinschreibt. Und denkt daran, an alle. Ich verbleibe euer Leon Elektronik. Der Herr des Mächtigen steht hinter uns. Macht es gut, bleibt anständig. Und wir sehen uns morgen zur großen Kartenparty. Also Eintrittskartenparty. Und die Party wird richtig geil. Ich freue mich drauf. Da sind die Karten. Bis dahin, alles Gute. Und danke, Olli, für dieses schöne Hemd. Macht's gut, bis bald, euer Leon Elektronik. Ciao, ciao. Ciao, ciao.